Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever Schönbau mit der letzten Folge zu dem Themenkomplex auf dem Land. So drücke ich das jetzt mal aus. Ich zeige euch vielleicht ganz kurz eingangs, bevor es dann jede Menge schöner Kameratool-Aufnahmen geben wird, wo jetzt eben dieses ganze Gebastel und die letzten beiden Folgen stattgefunden haben. Das ist im Wesentlichen dieser ganze Bereich hier. Das ist auch der Grund, warum die Zeitraffer halt relativ kurz gehalten war. Und es ist halt schwierig, weil ich bin quasi zwischen vielen Bereichen einfach immer hin und her gesprungen. Ich habe diese Farmer-Mod ausgepackt und habe dann einfach mal angefangen, eine halbe Stunde lang Felder hinzustellen. Dann habe ich angefangen, mir ein Dorf zu basteln. Dann kommt ein Bauernhof dazu. Dann bin ich wieder in eine andere Ecke gewandert und habe da weiter gebastelt. Also das war alles so ein bisschen durcheinander und ein bisschen chaotisch. Und deswegen war das auch nicht so einfach, das alles vernünftig mit Zeitraffern darzustellen. Das geht halt deutlich besser, wenn ich mich auf einen Fleck eher konzentriere und halt an einem kleinen Projekt arbeite, dann ist das einfach besser darzustellen. So, deswegen gibt es auch erst nächste Woche wieder umfangreichere Bastelzeitraffern. So, macht aber nichts. Auch der ländliche Bereich baut sich ja bekanntlich nicht von alleine. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Da bin ich jetzt schon ungefähr eine Woche dran gesessen. Natürlich nicht jeden Tag, nicht jeden Abend, aber immer mal wieder. Und da sind schon viele Stunden reingeflossen. Und ich würde mal sagen, also das kann sich schon sehen lassen an der Stelle. Wir scrollen einfach mal, also wir bewegen uns einfach ganz langsam jetzt gerade Richtung Österreich. Ich wollte den ganzen Ausschnitt von der Karte einfach nochmal gezeigt haben auf diese Art und Weise, damit man das auch nachvollziehen kann, wo die Reise hingeht. Hier ist eben dieses Naturschutzgebiet, ist doch relativ groß geworden, muss ich sagen. Natürlich fehlt auch noch ganz viel, ihr seht ja schon selbst, also hier diese ganze grüne Fläche, da weiß ich auch noch nicht wirklich, was ich damit anfangen soll. Hier drüben wird das Atomkraftwerk entstehen. Logischerweise kann man, glaube ich, einigermaßen gut erkennen. Gleisanschluss hat das ganze Ding auch schon. Ich kann aber noch nicht sagen, wann es fertig wird. Das könnte sogar nächste Woche schon über die Bühne gehen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann in diesem Bereich war ich noch ein bisschen unterwegs und da gab es ja auch diese Rundfahrt. Hier über die Dörfer, hier durch Schweinsbraten hindurch. Dann hier drüben ist eben diese Autobahnbrücke und in diesem Bereich war ich auch noch relativ viel unterwegs. So sieht's aus. Also das nochmal so als kleine Rekapitulation der letzten Woche. Und ich zeige euch auch gleich noch einen kleinen Ausblick. Ich habe euch ja schon gezeigt, hier geht die erste Nebenbahn hinaus, beziehungsweise das ist natürlich noch sehr, sehr rohbaumäßig, aber hier kann ich euch vielleicht schon ein paar Sachen spoilern. Das wird dann ja auch eine weitere Nebenbahn, die auch schon auf jeden Fall, also das hier ist dann schon so ungefähr der österreichische Bereich. Da könnt ihr mir gerne auch noch Wünsche bezüglich Rollmaterial in die Kommentare schreiben. Der Schienenboss hatte ich ja schon angesprochen, der ist hier schon unterwegs. Der ist ja erst neulich erschienen, also vor ein paar Wochen erst, kam diese Mod hier raus, die auch wirklich extrem gelungen ist, wie ich finde. Und der wird hier eben seinen Dienst verrichten. Man nennt ihn ja auch nicht von ungefähr wahrscheinlich den Retter der Nebenbahnen. Habe ich zumindest mal bei Eisenbahnromantik so vernommen. So, hier habe ich schon ein bisschen weiter gebastelt entlang der Strecke. Das habe ich auch alles mit Screenshots dokumentiert, also da verpasst ihr nichts. Das wird auf jeden Fall noch präsentiert werden. Und hier zur Verstärkung dieser Linie sozusagen habe ich hier mal diese ganz kurze Variante. Ich glaube, es müsste der Talent sein, oder? Die habe ich hier mal noch auf die Reise geschickt. Und hier an der Stelle kann ich auch schon verraten, hier wird dann auch das Thema Schifffahrt demnächst mal in Betrieb genommen. Also ich möchte halt auf diesem Gewässer auf jeden Fall ganz viel touristischen Schiffverkehr haben, aber schon auch so ein bisschen Güterverkehr. Und da wäre ich natürlich auch ganz dankbar, wenn ihr mir da ein paar coole Mods verlinken könnt. Also ich habe mich schon mal ein bisschen in der Webdisk umgesehen. Es gibt auf jeden Fall einige so Frachtkähne, diverse. Ich habe auch ein fettes Containerschiff gesehen und all sowas. Aber wenn ihr da noch coole Vorschläge habt zum Thema Schifffahrt, dann gerne her damit. So, und eine Sache noch, wo ich ganz gerne ein bisschen Feedback hätte, ist der Flughafen. Und zwar, verdammt, die Kläranlage wollte ich gar nicht spoilern. Die wird auf jeden Fall bis nächste Woche noch fertig. Ihr seht schon, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus, finde ich, an der Stelle. Das ist alles noch der Rohbau, aber das wird auf jeden Fall fertig. Irgendwann nächste Woche gibt es dann eine Folge, wo das alles gezeigt wird, wie ich das umgesetzt habe. Aber Flughafen, Thema. Darum geht es ja eigentlich. Ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, den hier am Stadtrand aufzubauen. Ich
spiele sogar mit dem Gedanken, vielleicht irgendwo im Stadtbereich noch einen zweiten Flughafen aufzubauen, was ja auch nicht so unrealistisch ist, wenn man jetzt zum Beispiel an Berlin denkt. Da gibt es ja, glaube ich, sogar 3 Flughäfen und ein paar davon sind auch wirklich mehr oder weniger mitten in der Stadt. Also das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Hier drüben habe ich noch genügend freie Fläche und auch hier, naja gut, hier wird schon ein bisschen eng. Also wenn dann wahrscheinlich hier, wenn ich tatsächlich einen zweiten Flughafen hier noch hin bastel, den dann quasi so für den Binnenverkehr, also für den ja, innerländischen Flugverkehr, ich weiß nicht genau, wie man, für den nationalen Flugverkehr, das wäre vielleicht eine Idee, tatsächlich noch einen ins Stadtgebiet zu kleistern und für den internationalen Flugverkehr dann eben den hier zu verwenden. Dann 2 Fragen. Kennt jemand vielleicht noch geeignetere Mods für Flughäfen? Also mir ist halt, das ist halt der Vanilla-Flughafen in der größtmöglichen Größe mit 3 Terminals, aber ich habe leider keine bessere Mod gefunden. Also ich hätte natürlich einfach gerne einen größeren, einen realistischeren Flughafen, aber ich habe noch nichts gefunden, muss ich sagen, an der Stelle. Und 2. Frage wäre, der kriegt natürlich auch einen Schienenanschluss, also der wird angefahren von einer, von einem Flughafenexpress, der wird darunter fahren und dann die nächste Stadt direkt mit einem Zubringer verbinden, damit nicht alle Leute über den Hauptbahnhof, über die Großstadt fahren müssen, über Karlsberg. Und hier wird dann eben auch dieses Repaint zum Einsatz kommen, das sich der Repainter auch schon von Anfang an wünscht. Tut mir leid, dass das einfach so lange gedauert hat. Aber gut Ding will halt Weile haben. Aber hier wird er auf jeden Fall zum Einsatz kommen und natürlich wird es auch einen Direktzubringer zur Stadt per S-Bahn geben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob dieser Flug, diese Station so geeignet ist für einen Flughafen. Die gefällt mir zwar schon ganz gut, die hat eine etwas modernere Station, hat eine gute Kantenhöhe, also eine gute Bahnsteigkantenhöhe. Dann dieser Übergang hier oben gefällt mir auch sehr gut und man kann ja auch noch im Eigenbau ein Dach drüber basteln. Was ich mir auch überlegt hatte, wäre vielleicht diese Open-Cut-Station, also diese tiefer gelegte Station zu verwenden. Das habe ich auf der München-Karte schon gemacht und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und das müsste vom Platz her, müsste sich das eigentlich auch noch ausgehen. Das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Da könnt ihr mir gerne eure Meinung dalassen, was ihr davon haltet. Oder dann gibt es ja auch noch diese schöne französische Station mit diesem geschwungenen Dach. Das sieht alles so relativ modern aus. Und wenn man die, glaube ich, 4-gleisig hier hinbauen würde, dann würde das auch nicht so verkehrt aussehen. Also da bin ich noch relativ unschlüssig. Ich werde diese Baustelle auch erstmal noch ruhen lassen. Also das wird noch eine ganze Weile dauern, bis der Flughafen hier in Betrieb genommen wird. Deswegen habt ihr dann einfach noch auch lange genug Möglichkeit, da Wünsche, Vorschläge und Mod-Vorschläge vor allen Dingen zu äußern. So, dann soll es das auch gewesen sein. Eine etwas kürzere Folge diesmal, aber ich habe ja schon erwähnt, glaube ich, letzte Folge, dass ich ein paar ganz nette oder sehr nette, wie ich finde, bewegte Bilder mit dem Kameratool noch eingefangen habe. Hier aus diesem ganzen Bereich, was eben jetzt so in dieser Woche Thema war. Und genau, das gibt es jetzt für euch noch zu sehen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Viel Spaß mit den bewegten Bildern und bis zum nächsten Mal.